Nach 7 Wochen Vorbereitung und 12 Spielen hat das Warten nun ein Ende. Morgen Abend geht die Bundesliga-Saison endlich wieder los mit dem traditionellen Eröffnungsspiel des deutschen Meisters zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Natürlich war die Vorbereitung jetzt nicht ganz optimal, aber ich glaube, wir haben trotzdem gezeigt, dass wir den Schalter trotzdem umlegen konnten, gegen Dortmund gewonnen haben, im Pokal eigentlich sehr souverän weitergekommen sind und ja, jetzt gegen Leverkusen morgen geht es endlich los. Ich glaube, jeder freut sich drauf und dann ist die Vorbereitung eigentlich auch vergessen. Wie bei fast jedem Heimspiel ist der FC Bayern natürlich auch morgen Abend Favorit, doch Vorsicht vor den Gästen. In der letzten Saison trennte man sich in Leverkusen mit 0:0 und auch im letzten Bundesliga-Heimspiel tat sich der FC Bayern schwer und gewann nur mit Mühe 2:1. Ich analyse einige Spiele von Leverkusen. Sie haben einen neuen Trainer, eine neue Idee. Vielleicht sie brauchen Zeit, um die Idee zu verstehen, aber sie sind in diesem Spiel, sie waren aggressiv, sie spielen mit guter Intensität. Es wird ein Spiel mit viel Intensität. Der erste Spiel ist immer schwierig. Für etliche verletzte Bayern-Spieler kommt die Partie gegen Leverkusen zwar noch zu früh, trotzdem gab es heute sehr gute Nachrichten von der Sebener Straße. Während Jerome Boateng und Javi Martinez weiter ihr individuelles Aufbauprogramm absolvierten, konnten sowohl Thiago als auch James zum ersten Mal wieder auf dem Platz trainieren. Wann die zwei Mittelfeldasse wieder spielen können, ist allerdings noch offen. James Rodriguez hat heute gestartet, individuell trainieren. Ich weiß nicht, wenn gegen Werder Bremen bereit ist. Ich denke, nächste Woche Thiago Martinez sind bereit, um mit der Mannschaft zu trainieren. Neuer Trainer diese Woche mit der Mannschaft, manchmal individuell, manchmal mit der Mannschaft, aber morgen er nicht spielen. Bereits gestern spielte die U19 des FCB am neuen FC Bayern Campus das zweite Spiel der Saison. Gegen die Talente des Karlsruher SC zeigten die Bayern Junioren eine sehr beeindruckende Vorstellung und gewannen hochverdient mit 4:1. Manuel Winzheimer, der schon in der Vorbereitung der Profis zu überzeugen wusste, erzielte dabei bereits seinen zweiten Dreierpack der Saison. Mit einem 4:1-Sieg im ersten Bundesligaspiel der neuen Saison könnte der FC Bayern natürlich wunderbar leben. Für den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge ist aber nicht nur das Ergebnis entscheidend. Ich glaube, über 190 Länder sind live dabei, wenn am Freitagabend das Spiel gegen Leverkusen, die Saisoneröffnung stattfindet. Und ich glaube, es ist wichtig, ganz einfach, dass wir den Fußball wieder als ein Spiel präsentieren, das Freude, Spaß und am Ende des Tages dazu beitragen soll, dass alle ein Stadionerlebnis haben, das ihnen Spaß macht.